Der nächste Vortrag ist von Anne Berger. Sie ist Professorin an der Hochschule in Coburg in der Fakultät für Design. Und wir werden einen Einblick bekommen, wie sich die Makerspaces, Fab Labs und offenen Werkstätten weltweit ausbreiten, wie sie an Bedeutung gewinnen, was vielleicht Probleme sind, Chancen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob die Technik will. Ich bin da ganz optimistisch. Also, Anne, du bist soweit. Ich habe dich schon vorgestellt. Du kannst gleich übernehmen. Makerspaces, Fab Labs, offene Werkstätten, Evolution und neue Konzepte weltweit. Super, danke schön. Ja, sehr schön, dass ich jetzt über dieses Thema hier sprechen kann, nachdem wir ja so viele auch inspirierende andere Vorträge schon hatten. Und was der Hintergrund von meinem Talk heute ist, ich habe eine Studie gemacht zu Makerspaces und vor allem auch im Hinblick auf Professionalisierung, auch vor allem, ich bin Designerin, auf Professionalisierung von den sogenannten Kultur- und Kreativwirtschaft. Also ich habe mir angeguckt, was da eigentlich passiert. Ich habe das jetzt, das weltweit, ich habe tatsächlich das sehr stark auf USA und auch auf Europa bezogen, aber ich habe durch auch eine Afrika-Reise auch dort einige Konzepte mitbekommen, aber sozusagen die Beispiele, die ich zeige, sind vor allem europäische. Das Thema mit den Makern, das ist ja so, was ist das überhaupt für ein Begriff? Ja, woher kommt der? Natürlich ist der sehr stark verbunden mit diesem Make-Magazin aus USA, das Thema selber ist eigentlich viel älter. Wir haben also die Do-it-yourself-Bewegung, wir haben auch solche Sachen wie zum Beispiel, auch in Bayern zum Beispiel, in München gibt es das Haus für Eigenarbeit, in München, das gibt es schon seit den 80ern. Also dieses grundsätzliche Thema ist nicht wirklich neu. Was wir sozusagen in dieser Phänomen der Maker zusammengekommen ist, das waren eben wirklich, was es auch geboostet hat, diese Themen mit Open Source, Hard- und Software, mit den verschiedenen digitalen Fertigungstechnologien, die auch damit entstanden sind und natürlich auch die Elektronik und natürlich auch diese Makerspaces selber, in denen kreative Communities miteinander arbeiten können, aber auch Wissen teilen und auch lernen können. Das hat sozusagen dieses Phänomen erst so ein bisschen nach vorne gebracht und hat unter diesem, sagen wir mal, Markennamen Maker eine Aufmerksamkeit beschert. Wenn man sich anguckt, aus welchen vielfältigen Einflussfaktoren das sich zusammensetzt, dann ist es schon erstaunlich, dass die sich hier alle finden. Ja, weil die kommen eigentlich aus den unterschiedlichsten Richtungen. Die kommen natürlich aus der Richtung des Tech. Ja, ich nehme das mal, fasse das mal zusammen, alles, was Technologien, vor allem Elektronik natürlich bedeutet. Wir haben sehr viele aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Sieht man auch an den Ausstellern. Übrigens, unsere Hochschule hat auch einen kleinen Stand mit Schrottleuchten, mit Abdesign-Schrottleuchten. Wir haben sehr viele, die eben aus dem Thema, mit dem Thema Nachhaltigkeit darin motiviert sind, sich eben dieser Szene anzuschließen. Und natürlich auch die, die sozial motiviert sind. Also etwas machen wollen, die sehr viele einbindet, mehr als es zum Beispiel andere aus der Ecke auch noch mal mehr tun. Und natürlich auch die Bildung, das ist ein ganz zentraler Bereich. Und das sehen wir ja auch allein schon, wie viele Workshops für Kinder stattfinden. Und was ich sehr schön gestern zum Beispiel fand bei der Eröffnung von Jürgen Enninger und der Andrea Nizelda Schmutte vom Wirtschaftsministerium, die gesagt haben, am besten gefällt ihnen, dass es so alle Leute mit einbezieht, dass da niemand ausgeschlossen ist. Und ein Zitat fand ich sehr schön, auch auf meiner Recherche, das ich gefunden habe von einer Unternehmensberatung, die eine Studie dazu gemacht hat und die gesagt hat, Makers and the Maker Movement represent a microcosm of broader trends in today's world. Und das ist wie so eine Petrischale, wo man bestimmte Dinge sieht und darin erkennen kann, was da jetzt eigentlich gerade stattfindet. Das ist wirklich ein Testbed für Sachen, die man ausprobieren kann. Jetzt sind diese, was mich eben interessiert haben, waren die Orte. Und ich denke immer, was so ein bisschen verwirrend ist, auch gerade wenn man sich am Anfang so überlegt, was sind denn das jetzt für Orte und wieso heißen die denn so, dass es so völlig unterschiedliche Namen gibt für im Prinzip genau das gleiche, also ähnliche Konzepte. Also offene Werkstatt ist ein Name, der sich in Deutschland relativ beliebt ist. Makerspace natürlich, Prototyping Space, Hackerspace, das ist nochmal ein anderes Erbe.
Fab Lab, Future Lab, Innovation Lab, alle möglichen Bezeichnungen für so offene, kreative Orte. Und natürlich denkt man sich bei diesem Angebot, oh Gott, wo soll ich mich denn jetzt hinwenden? Was ist jetzt das Richtige für mich, wenn ich das machen will? Es ist tatsächlich so, dass diese unterschiedlichen Bezeichnungen daher kommen, weil es unterschiedliche Hintergründe sind. Ja? Sehr viele davon sind sich sehr ähnlich. Und es gibt nicht ein Wort dafür, sondern genauso heterogen wie die Szene selbst sind, sind auch die Bezeichnungen für diese Orte. Und wenn man zum Beispiel auf diesen Bezeichnung Fab Lab geht, Fab Labs gibt es aktuell tatsächlich genau 1129, Zählung irgendwie jetzt gerade im Mai. Und Fab Lab ist eine Bezeichnung für ein Konzept, das Neil Gershenfeld 2002 am MIT in USA, am Massachusetts Institute of Technology, eingeführt hat, eben als Fabrication Laboratory. Und das ist ein Wort, also das ist eine Bezeichnung für so einen Ort. Und er hat dann eine Stiftung gegründet, eine Organisation. Und diejenigen, die sich Fab Lab bezeichnen wollen, die müssen einer bestimmten Charta folgen, ja, wo man sie eben nicht produziert, sondern vor allem Prototyping macht. Und es bezieht sich sehr stark auf vor allem digitale Fertigungstechnologien. Das ist also das ist der Hintergrund von diesem Namen. Aber wie gesagt, es ist nur ein Name für ein Konzept, das sich auch genauso gut Innovation Lab oder Makerspace nennen könnte. Also die Bezeichnungen sind sehr vielfältig. Offene Werkstätten, Makerspaces, Makerlabs, wie gesagt, je nachdem, wer die Gründer sind auch und wem man sich nahe fühlt. Was sie eigentlich alle gleichermaßen tun, sie bieten günstigen Zugang zu mehr oder minder Hightech-Werkzeug, vielleicht ist es auch nur ein paar Sägen, und sie bieten Wissen und Netzwerke für jeden. Und das ist wirklich der Punkt, jeder kann im Prinzip dort was tun und Mitglied werden zum Beispiel. Worauf sie alle relativ viel stark Wert legen, ist eben so eine kreative, im besten Fall interdisziplinäre Community. Und was interessant war und auch für mich eben auch interessant war in Bezug auf die Professionalisierung, das sind Übergangsräume. Und der Übergang von einem Hobby, von einem Interesse zu einem tatsächlich echten, ja, so langsam, plötzlich kommt man rein und man hat es gar nicht gemerkt und irgendwie ist man plötzlich Unternehmer. Das ist eigentlich das, was das Interessante ist, auch in Bezug jetzt auf so Gründung oder eben auch Gründungsförderung für die Politik zum Beispiel. Also was für mich so die drei wichtigsten Aspekte waren eben dieser Aspekt der, so, ich habe es jetzt mal digitale und also kreative und digitale Fitness für alle. Und der Sportvergleich ist tatsächlich, den habe ich auch noch weitergezogen, wie wir gleich sehen werden. Dann so eine Art Gründungsförderung Phase 0. Phase 0 in der Architektur kennt man das. Das ist da, wo man eigentlich die Hauptarbeit macht, die nie bezahlt wird. Das ist sozusagen die Konzeptphase, noch bevor man überhaupt über einen Businessplan nachdenkt. Ja, überhaupt, da muss erst mal was entstehen. Und was ich gesehen habe, gerade für die Kreativwirtschaft, ist, also für Künstler, Designer, Handwerker, gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, zu produzieren, richtig ernsthaft in solchen Zusammenhängen zu produzieren. Die Entwicklungen, die ich gesehen habe, habe ich mal so ein paar Themen zusammengefasst. Das erste ist, diese Spaces, die ursprünglichen Konzepte diversifizieren sich sehr weit aus. Es gibt immer mehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Es gibt neue Extremspezialisierungen, ja, es gibt Makerspaces für Leute, die nur Musikinstrumente machen, zum Beispiel in London. Es gibt ganz interessante neue Mischungen, wo Dinge zusammenkommen, also Bibliothek und Makerspace ist nur eins, auch relativ eingeführt inzwischen. Und es gibt neue Partnerschaften und vor allem große Corporates und Unternehmen oder auch Mittelständler interessieren sich zunehmend für das Thema. Und es ist ganz interessant, wie die versuchen, sich damit zu verbinden. Ich bin, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen europäischen Ländern auch unterwegs gewesen und habe es mir angeschaut, von Amsterdam über Barcelona und natürlich auch in der Nähe Garching, München haben wir auch viele. Also die habe ich mir einfach mal angeguckt und ich bin mit einem anderen Blick rangegangen. Ich habe mir nicht gesagt, okay, ihr bezeichnet euch als Maker Lab und ihr bezeichnet euch als Fab Lab, sondern ich habe einfach mal von der Benutzerseite sozusagen angeschaut, was tut ihr und was bietet ihr mir
in gewisser Weise. Und ein Modell, das ich sozusagen als so das Seed-Modell für alle diese Aktivitäten identifiziert habe, ist, ich habe es Vereinsheim genannt. Und das ist auch wieder so ein bisschen die Analogie zum Sport, weil das haben wir auch. Der meiste Breitensport wird in Vereinen gemacht. Und diese Vereine sind quasi wirklich auch die ersten Makerspaces gewesen, die es überhaupt irgendwie gab. Ja, auch Fab Labs sind im Prinzip Vereine. Was der große Vorteil ist von Vereinen, ist, man hat automatisch ganz engagierte Leute, die das betreiben. Die Kosten sind meistens relativ gering, weil die Leute sich einfach auch wirklich total einbringen. Und es wird mit einem ganz großen Enthusiasmus gemacht. Und auch, denke ich mir mal, gerade so mit diesem Herzblut auch wirklich das Wissen geteilt, das organisiert und auch mit wenigen Mitteln wirklich was erreicht. Hier ist ein Beispiel von einem auch, wie ich finde, sehr typischen, das ist Makespace in Cambridge, das auch von Universitätsangehörigen dort betrieben wird. Und da ist es auch ein sehr schönes Beispiel, dass solche Dinge natürlich blühen können, wenn sie Räume zur Verfügung gestellt bekommen. Also die haben von der Universität in Cambridge Räume mehr oder minder für lau gekriegt und können deswegen richtig loslegen. Sind aber ein völlig organisierter Verein. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel sowas auch wie das Fab Lab in Nürnberg, auch unglaublich engagierte Leute, die wir auch hier haben, die das auch alles mit ehrenamtlichem Engagement machen. Das Interessante ist, dass diese Vereinsheimstruktur auch in, sagen wir mal, Szenen stattfinden, die eigentlich ganz was Ähnliches machen, aber mit der Maker-Szene kaum Berührungen haben. Und da bin ich auf einem interessanten Phänomen gestoßen. Und zwar ist die sogenannte Man's Shared Movement, die aus Australien stammt. Und die sind von der sozialen Ecke her gekommen. Die sind nicht auf irgendwelchen Maker Fairs präsent, sondern die haben festgestellt in Australien, ältere Herren haben ein Gesundheitsproblem, weil sie nicht so viele Sozialkontakte haben. Die hängen in Kneipen rum, wogegen ihre Gattinnen vielleicht irgendwie Kaffeekränzchen oder auf jeden Fall mehr Sozialkontakte haben. Und daraus hat sich sozusagen aus der Richtung der Sozialarbeit hat sich das Man's Shed Movement entwickelt. Und Man's Shed ist ein englischer Ausdruck für diese Hütte, die man im Garten hat, wo man rumwerkelt. Und die haben inzwischen allein in Australien 930 Sheds, ja, wenn man das mal so vergleicht mit diesen Fab Lab Community, die wirklich darauf abzielen, da gibt's eine Werkstatt und da trifft man sich und da baut man gemeinsam. Genau das Gleiche. Vielleicht Elektronik fehlt, ja, digitale Fertigung fehlt. Aber von dem Kern, zusammen was zu machen, ist es identisch. Es hat, wie gesagt, keinerlei Berührungen oder nicht, die ich gesehen habe, mit dem, was sich Maker Movement nennt. Fand ich sehr interessant, ganz andere Richtung. Und eben sehr stark beschränkt auf Australien, Schottland, Irland, also da, wo es diese Connections gibt. Diese Weiterentwicklungen oder sagen wir mal, da, wo es sich professionalisiert, habe ich in verschiedene Richtungen gesehen. Und ein Konzept, das ich interessant fand, was eigentlich auch nahe liegt, ist, also wir können uns erinnern, als so die Copyshops in den 80ern groß geworden sind. Und so ein ähnliches Prinzip funktioniert das Fab Café. Das Fab Café ist eine Initiative, die von einem Fab Lab Tokio gegründet worden ist. Und die haben gesagt, wir kriegen die Leute dann in unser Fab Lab, wenn wir eine nette Umgebung schaffen, wenn wir einen Café anbieten. Und das andere passiert so hinten dran, aber da kann man erstmal warm werden mit dem Ganzen. Also haben sie inzwischen in Japan diverse, wirklich schöne, sehr schön gestylte Cafés. Und in so ein paar Ecken sind noch digitale Fertigungstechnologien wie 3D-Drucker und Lasercut. Was sie damit erreichen, ist, dass da Leute reinkommen, die sonst niemals in ein Fab Lab gehen würden. Inzwischen gibt es auch in anderen Orten, hier zum Beispiel in Barcelona. Und da ist es ein Teil von einem großen Coworking Space auch. Und es ist wirklich, man kommt rein, man sieht das erstmal gar nicht, sondern nimmt erstmal dieses Café wahr und dann nimmt man sich einen Kaffee und dann kann man aber auch noch mal was lasern. Und tatsächlich auch to go. Ja, also dieses Lasershop wie Copyshop ist tatsächlich nicht mehr weit, wo man einfach mal schnell was ausdrucken lässt oder mal was lasern lässt. Um dieses
Sportanalogie noch weiter zu treiben, weil tatsächlich funktioniert es so, habe ich jetzt als nächste Professionalisierungsstufe im Gegensatz zum Vereinsheim das Fitnessstudio identifiziert. Und der Unterschied vom Vereinsheim zum Fitnessstudio, das kennen wir auch, ist so, im Vereinsheim muss immer irgendjemand irgendwie Zeugwart sein. Und wenn der nicht da ist, ist das Zeug halt nicht gewartet. Und beim Fitnessstudio ist es einfach so, es gibt professionelle Leute. Und man kann sich sicher sein, dass, wenn ich da hinkomme, funktioniert es. Und ich kann vielleicht sogar noch Geräte reservieren. Ja? Und das ist tatsächlich das Erfolgsgeheimnis oder das Geschäftsmodell auch von eben Fitnessstudio, Makerspaces, dass man wirklich sagen kann, man weiß, was man zuverlässig die Geräte benutzen kann, man kann die reservieren und es gibt unglaublich viele Abstufungen, zum Beispiel auch schon beim für Mitgliedschaften, sodass das ganz niedrigschwellig ist. Dieses Modell ist inzwischen sehr, sehr erfolgreich, vor allem in großen Orten und urbanen Zentren. Hier haben wir zum Beispiel das Fab Lab in Berlin oder hier zum Beispiel das Happy Lab in Wien. Und die machen so ein gutes Member-Management, dass die in ihrem Standort Salzburg und Wien 2000 Mitglieder bedienen können quasi. Die nächste Professionalisierungsstufe, die ich gesehen habe, vor allem eben auch gerade im Hinblick auf die Kultur- und Kreativwirtschaft, ist etwas, was ich Co-Making Space genannt habe, weil natürlich ist so das Prinzip Co-Working Space kennen wir. Also wo ich nicht alleine in meinem Küchentisch sitze und an meinem Computer reinhacke, weil ich irgendwas schreiben muss, sondern ich habe halt viele Leute, mit denen ich einen Raum teilen kann und dort arbeiten kann. Und es war tatsächlich, ist es sehr naheliegend, dass man das eben auch auf andere Tätigkeiten, eben nicht nur digitale, sondern eben auch wirklich auf Dinge bezieht, die man auch mal bauen muss, die man prototypisieren muss. Und in diesem Zusammenhang gibt es inzwischen auch, vor allem in England und in den USA, sehr viele Spaces, die genauso funktionieren. Also wirklich tatsächlich auch eben auf die professionelleren hinziehen. Einer davon ist zum Beispiel das Makerversity in London und die haben einen fantastischen Standort. Die sitzen nämlich im Somerset House. Das ist ein Palast mitten in London vom ehemals Earl of Somerset im Keller. Und das stört sie aber nicht weiter. Ja, man sieht, ein bisschen Licht haben sie. Und dort gibt es eben einen sehr, sehr großen Coworking Space, aber eben auch sehr große Werkstätten, wo die was bauen können. Und das ist natürlich für einen Ort wie London und für junge kreative Leute, die sich's niemals leisten könnten, eine eigene Werkstatt dort zu haben oder ein eigenes Büro, die ideale Startmöglichkeit. Also das ist etwas, was ich glaube, was große Vorteile eben gerade auch für urbane Zentren hat. In Hannover gibt es tatsächlich den ersten in Deutschland, der nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert, der Hafen, der auch eben dieses Coworking und Werkstatt miteinander komponiert. Und die nächste, letzte Ausbaustufe in dem Zusammenhang ist etwas, was ich Microfactory genannt habe. Das ist tatsächlich etwas, wo man hingehen kann und Dinge produzieren kann. Ob es jetzt ein Handwerker ist, der jetzt mal ein spezielles Werkzeug braucht oder ob das irgendwie auch junge Kreative ist, die ihre Möbelkollektion da bauen wollen. Das ist das Microfactory, das Noel Mast Media Center in Bristol, die das dort auch aufgebaut haben, eben um einen bestimmten Nachbarschaftskreis, eben auch junge Leute zum handwerklichen Tun zu bringen. Und die haben zum Beispiel in dieser Kleinstfabrik die Möbel gebaut für den Businesspark, der nebendran ist. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, irgendwie als Ausbauplan, das wird 2018 eröffnet, das ist eine Microfactory tatsächlich, die ist nicht nur Micro, sondern die ist schon richtig mega. Und es gibt einen Makerspace in London, der heißt Building Blocks und der ist jetzt mit sehr hohen Summe gefundet worden von der Stadt London, eine richtig riesen Fabrik zu bauen für Kreative, wo über 1000 Leute arbeiten können. Mit 4700 Quadratmetern, ja. Also das ist richtig, das ist eine richtige Fabrik, wo gearbeitet werden kann. Und das ist natürlich schon eine unglaublich, wenn man sich so überlegt, von diesen kleinen Spaces, wo gebastelt wird, bis hin zu einer Fabrik für Kreativwirtschaft, ist es schon sehr interessant, wie sich das entwickelt.
Also auch das, glaube ich, ist ein sehr zukunftsträchtiges Konzept, eben um die Leute zu fördern. Was eben auch interessant ist, ist, wie Unternehmen sich auch mit solchen Phänomenen verbinden. Und gerade bei der Microfactory, also es gibt verschiedene Sachen, natürlich, dass Unternehmen interne Fablabs haben, dass Unternehmen ihre Leute in Makerspaces arbeiten lassen. Das gibt's auch sehr, sehr bekannte Konzepte in den USA. Also wo man sozusagen nach draußen geht. BMW fährt sowas Ähnliches mit dem Makerspace in Garching. Und es gibt aber noch ein anderes Konzept, wo tatsächlich ein Unternehmen quasi zu einer Microfactory wird. Und das fand ich auch höchst interessant, weil das nochmal auf einen ganz anderen Zusammenhänge verweist, wie vielleicht Produkte entwickelt werden könnten in Zukunft. Und das ist die das ist Makerspace mit Microfactory First Build von GE Appliances. GE Appliances ist ein Hausgerätehersteller, so wie Bosch Siemens Hausgeräte, so ungefähr. In Louisville, Kentucky. Das ist jetzt nicht unbedingt da, wo der Bär steppt in Amerika, aber es ist eine Industriestadt. Und was die gemacht haben, die haben mehrere Sachen kombiniert. Die haben einen Makerspace gemacht, der für alle offen ist. Und da kommen ganz viele hin und probieren Sachen aus, da kommen auch Studenten hin, also eine richtig sehr, sehr bunte Community. Und dahinter haben die eine kleine Fabrik gebaut, aber wirklich eine, wo man Serie produzieren kann. Also nicht jetzt irgendwie Millionen, aber mal so ein paar 10.000 Stück kann man auf jeden Fall dort produzieren. Und davor geschaltet haben sie noch eine Open Innovation Online Community, wo Leute Ideen für Hausgeräte oder irgendwas in dem Umkreis reingeben können und dann arbeitet eine Community an diesen Ideen weiter und die dann gewinnen, einen Wettbewerb, die werden dann gebaut und die werden in dieser kleinen Fabrik gebaut. Also es ist eine völlig neue Art, solche Sachen auszuprobieren. Und was der Chef, der Director von Research and Development dazu gesagt hat, von GE Appliances, ist, was wir beweisen wollen, ist, dass man in einer offenen Co-Creation-Einrichtung alles drei machen kann. Nicht nur Produkte entwickeln, sondern auch produzieren und verkaufen, weil sie bieten es dann auch gleich wieder an. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Produktentwicklung dem, wie wir es hier machen, sehr ähnlich sein wird. Also die machen wirklich so, die sagen, wir sind sozusagen die Kavallerie, wir reiten vorne weg und unser großer Mutterkonzern ist eh so langsam, der versteht es vielleicht noch nicht, wir probieren einfach Sachen aus und wir produzieren es aber gleich. Fand ich sehr interessant, zeigt uns vielleicht, wo Möglichkeiten sind, dass sich Produktentwicklung auch eben weiterentwickelt. Also ich hoffe, ich habe so einen kleinen Einblick geben können über, wie sich solche Makerspaces vom Vereinsheim, ja, was ein ganz fantastisches Konzept ist, aber wie sich das weiterentwickelt, vielleicht in andere Richtungen und wo es tatsächlich Ansätze gibt, dass es nicht nur eine Community gemeinsam was entwickelt, sondern wie sich sowas in professionellen Kontexten, zu was das alles führen kann. Dann danke ich mich. Ja, Anne, vielen Dank. Ich glaube, kleiner Einblick ist untertrieben. Das war eine wunderbare Analyse der Vielfalt, die wir auch haben mit diesen ganzen verschiedenen Labs, was möglich ist, wie die sich unterscheiden, aber auch, wo Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind. Und gerade beim letzten Beispiel habe ich gedacht, Industrie 4.0 ist genau das, was hier jetzt anschließt. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Anne Berger? Ja. Kann ich auch Fitness machen? Hallo Anne, ich denke, dass GE Appliances ein Teil vom GE-Konzern ist. Mhm. Die haben wahrscheinlich massive eigene Interessen, schätze ich einfach mal. Total, absolut. Total, ja. Und es funktioniert trotzdem, dass die, wie soll man sagen, dieses offene Konzept und die Firmeninteressen, die ja diametral entgegenstehen sich in der Regel, dass das zusammenspielt. Also ich glaube, das ist immer in Beta, glaube ich, auch so ein Verhältnis. Also auch gerade zum Beispiel dieses Beispiel, also dieses Firmen- und Maker-Interessen, ja, oder Community-Interessen, das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht ausgehandelt ist. Also ich glaube, hier funktioniert es, weil eben auch, es gibt sozusagen diesen Reward, mein Produkt wird produziert und Sie wissen auch alle, dass das jetzt nicht irgendwie wahnsinnig riesige Stückzahlen sind, ja, sondern dass das vor allem irgendwie, sagen wir mal, ein Testbed ist.
Ich denke mir mal, was wirklich, das muss man sehr fein aushandeln, weil sobald irgendwie Misstrauen entsteht und nach dem Motto, ich werde jetzt hier ausgenutzt, dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, ein gutes Beispiel auch für so eine Kombination von Unternehmen und Maker ist zum Beispiel sowas wie das FabLab Berlin, die eine ganz enge Kooperation hat mit Otto Bock. Und Otto Bock ist so ein Prothesenhersteller. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe dort auch den Leiter von dem FabLab und den Vertreter von Otto Bock dort interviewt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wissen noch nicht, was wir voneinander wollen. Und wir kommen nicht mit einer festen Erwartung rein, sondern müssen das immer noch aushandeln. Und das kann passieren. Also ich glaube, das ist dann etwas, was man ganz offen ansprechen muss und wo natürlich Leute unterschiedlich reagieren. Ja, also die ganz antikapitalistisch, wir stellen alles frei und es darf keine Patente geben und sonst irgendwas, die würden wahrscheinlich in so einem System auch nicht mitmachen. Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass das verhandelt wird und offen angesprochen wird. Ja, ja, wie zahlen diese ganzen FabLabs und so ihre Miete? Wie finanzieren die sich? Ist das prekär? Also gerade diese kleinen, ja, diese Vereinsheime, die haben ein wahnsinniges finanzielles Problem, ja, weil die wirklich alle komplette Leistung, alle Arbeitsleistung ist auf eigene Initiative meistens, ja, bis sie dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass sie vielleicht auch mal jemand einstellen können oder irgendwie was finanzieren können. Sehr oft ist es so, also da, wo es wirklich gut funktioniert, ist, dass sie vielleicht sogar ein bisschen von der Miete in irgendeiner Form gefördert werden, ja, entweder von der Stadt, von der Region. Bei dem ein Beispiel zum Beispiel bei dem Somerset House, da, dem Makerspace, das ja schon eine professionelle Geschichte ist, die haben ein Jahr lang Mietfreiheit bekommen. Ja, da ging das, sonst hätten die das nie machen können. Ja, also die haben sowieso erstmal Mitgliedsbeiträge reinkriegen müssen, damit es funktioniert. Und ich fand es ganz interessant, einer, der ein großes Makerspace, den Artisans Asylum in Somerville in USA betreibt, der hat gesagt, unter 750 Quadratmeter kann man keine Leute fest anstellen, weil man gar nicht die kritische Masse an Mitgliedern hat, um das zu finanzieren. Das heißt, auch da ist es so, also Schwimmbad kann ich auch nicht in meiner Badewanne machen. Erst ab einer bestimmten Größe kann man überhaupt das finanzieren. Vorher ist es einfach alles auf Spenden oder muss es halt ganz klein und ganz billig sein im Prinzip. Das ist ja in gewisser Weise auch so ein Problem eigentlich. Erst muss das FabLab nach außen, ja, in die, ja, Peripherie, damit es die Fläche überhaupt mieten kann. Und wenn dann die Nachfrage kommt, kann man vielleicht, oh, ich habe hier eine Rückkopplung, kann man vielleicht dann umziehen. Und da kommt natürlich auch das FabCafé, genau, her. Was, das ist ein Henne-Ei-Problem, ja, wieder mal. Genau. Mhm. Gibt es noch eine letzte Frage? Da gibt es noch. Darauf gibt es ein Mikro. Ja, ich hätte eine Frage speziell zu diesen FabLabs, die in den industriellen Bereich ein bisschen reingehen, wie Sie zuletzt, hören wir es noch, oder? Ja. Zuletzt dargestellt habe, haben die eigentlich auch Abteilungen, die Compliance und so etwas betreuen, weil sie können ja heute nichts mehr auf den Markt bringen, das nicht CE-konform ist. Das heißt, sie müssen Qualitätssicherung machen, sie müssen Umweltverträglichkeitsstudien machen, sie müssen Normenstudien machen. Ohne das, was jetzt nicht im Vordergrund steht, können sie eigentlich nichts wirklich auf den Markt bringen. Sie müssen das Mikrofon ganz nah vor den Mund halten. Ganz nah, okay, dann ganz nah. Haben diese größeren Fabs, gibt es da solche Bestrebungen, haben die so etwas oder wie funktionieren die in dieser Hinsicht? Ja, da hat ja der Tee ja gegenüber gestern auch ein Lied davon singen können, wie das ist mit so einem, wenn man so ein Produkt als Maker irgendwie auf den Markt bringen kann. Bei First Build mit Sicherheit, weil da steht ein großer produktentwicklungserfahrener Konzern im Hintergrund. Die haben da mit Sicherheit Leute. Bei allen anderen, die in solchen Zusammenhängen arbeiten, jetzt ob es jetzt so ein Co-Making Space ist oder so eine Microfactory, da ist es im besten Falle, gibt es dort Leute, die einen da beraten. Ja, also auch solche Makerspaces gibt es, die so eine Professionalisierung auch anbieten mit der entsprechenden Beratung. Und sonst ist es Learning by Doing. Ja, und so wie Thea das gestern zum Beispiel auch gesagt hat, der hat ja Gott sei Dank sein Wissen geteilt, sagt, darauf müsst ihr achten, also jemand anderen fragen, der sich damit auskennt. Aber wie gesagt, auch das, gerade in den USA habe ich das gesehen, wo das nochmal auf einer ganz anderen Taktung vorangetrieben wird, da gibt es professionelle Makerspaces, die einen quasi ans Händchen nehmen bei der Produktentwicklung bis ganz am Schluss. Ja, kostet natürlich dann nicht 40 Euro Monatsbeitrag, sondern 250.
Das ist dann richtig, das ist dann nicht mehr ein Fitnessstudio, das ist dann schon irgendwie eine Kaderschmiede. Okay, Anne, ich bedanke mich ganz herzlich und wir bauen die Technik wieder um. Nochmal, ja genau, wunderbar. Vielen Dank.